Hallo, willkommen zurück bei Mordors Schatten. In der letzten Folge haben wir das Tor und die Statue von Sauron vernichtet. Das Gotauer. Das Gotau. Und jetzt schreiten wir voran, um die Herausforderung der schwarzen Hauptmänner zu erledigen. Und denn sie sind auf uns aufmerksam geworden. Ja. So sagt man uns in der Story-Beschreibung. Und deswegen wollen wir das mal herausfordern und vernichten. Gotau ist gefallen. Die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Na dann mal los. Ja. Oh, er will den Grabwandler. Ja. Ist die schwarze Hand gekommen? Einer seiner Schergen. Er ist gekommen, um uns zu jagen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Hat er vollkommen recht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin, es ist Zeit. Das Leben, wo mein Freund, haben wir es gar nicht gehört. Tja. Ah, der ist es. Ja. Der uns also das mit der Hand zugefügt hat. Und die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Diesen Tod. Oh. Das könnte jetzt Redback wehtun. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle außer mir. Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Oh. Nun, bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn! Rache. Ich zeige dir, was war. Oh, meine Güte! Hilfe! Lass mich doch! Viel gezockt hat's aber nicht. Ach, man kann's auch kontern. Der Hammer. Das ist ja der Hammer. Entschuldigung, ich muss gerade erst in die Hinrichtung machen. Und was willst du damit erreichen? Ach, stichgegriffene Ups ab. Ah, so. Ja gut, okay, dann müsstest du jetzt mitten im Kampf andauernd sie greifen, nach ihnen stechen. Ah, okay, überspringen wir nicht. Also auf diese Bonusmission würde ich jetzt mal dezent scheißen. Ach, Mann. Oh, come on. Okay, die Orks zocken mehr als diese schwarze Hand. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir jetzt sofort einen der Hauptmänner bekämpfen. Na, mach doch. Ausgewichen. Zurück an die Arbeit, ihr Maden. Geht schon. Ja. Ich Zweitläufer. Zeit zu sterben. Ja. Ansetzt der Reichte. Au. Uiuiui. Fügt ihm nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert. Keine Mugluks mehr. Sorry, aber Mugluk ist schon lange tot. BOM! Und letzten hier töten. Upsa! Er hat seinen eigenen noch nicht. Achso, geht er nicht. Na denn? Nur noch du und ich, hä? Au! Au! Uiuiui. Verzockt er dir was? Ich weiß nicht, ich seh's nicht. Ja doch, okay, aber nicht viel. Kannst du ihn ja mal dezent zur Feuerstelle holen.
Auch wenn es jetzt nicht wirklich nötig ist, aber... Au! Hallo, kann ich mal mich bewegen? Von hinten ist ihr Plan. Hui! So, schon mal den Urukai wieder. Da sind auch ein paar Blümchen im Zielgebiet, möchte ich dir nur sagen. Was ist denn immer mit seinen komischen Angriffen? Man kann ihn nicht kontern. Zurück in die Erde, Grabwandler. Ja, ja. Oh, erstmal ein bisschen schleichen. Upsala. Brett mal kurz. Die Blume lebt. Eine feuerfeste Blume. Das war aber kein Hitler. So, dem Hammer geht's nicht mehr gut. Schnell wieder rauf, bevor er auf den Weg kommt, sich zu heilen. Da ist er schon. Ui! Na, 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 na. Komm mal wieder ein bisschen hierher. Sind wir jetzt so weit. Ui! Was sagst du eigentlich für Pfeil und Bogen? Immun, sagt er da. Nö. Au. Okay, er kann es einfach wieder zurückschleudern. Na dann komm. Ich wollte mich gerade sagen, für mich sah es aus, als hätte er den gefangen. Oh, jetzt hast du ihn im Rücken. Dies ist nicht deine Zeit. Bing! Na, schwarzer Hauptmann, für dich sieht es aber schlechter aus als für uns. Ja. Das, obwohl wir gerade nicht besonders zu Beginn kämpfen. Du magst aus dem Grab gestiegen. Und in Richtung! Doch, da wahrscheinlich. Er hat viel Schaden gemacht. Ich sehe nix! Ja, ja. Ja, ja, ja. Da macht der Schattenangriff Tötungen mitten im Kampf. Sehr stylisch. Und Hinrichtung. Ah, das geht nicht. Geht nicht. Da sind die Elmgeschosse leer. Schnauze! Ja, Hinrichtung! Ah, ist das alles, was der Hammer drauf hat? Schmeckt dir deine Rache, Talion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Wann hast du unseren Namen gelernt? Und... Stirr! Das war sein Sohn. Platsch. Das war der Hammer. Dein Handeln war mehr als vorstellen. Wir hätten noch viel erfahren können. Ach, come on! Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Nein, das war die schwarze Hand. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Huh! Oder bloß mit den Toten? Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Nitariel. Ich stamme vom Nonenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Nitariel vom Nonenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Mmh. 800 Erfahrungspunkte. Der schwarze Hauptmann. Auftrag abgeschlossen. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Der Endkampf wirklich gegen Sauron höchstpersönlich sein? Tja, Celebrimbor will ganz nach oben. So. Ist das einzige oder nochmal irgendwas?
Ne, das Einzige. Ich hoffe, dadurch, dass in der Story gesagt wurde, die Ausgestoßenen gehen jetzt. Ich hoffe, dass wir dadurch jetzt nicht die ausgestoßene Mission nicht mehr machen können. Wäre aber ziemlich blöd. Mach dich bereit, die Tariel hinter dem feindlichen Herzen Mordors zu begleiten. Ich glaube, die Ausgestoßenen werden da auch genauso sein. Na denn? So, das Symbol ist wieder das von Gollum. Ja. Vielleicht begleitet uns ja Gollum auch auf der Reise. Wollen wir da direkt hinreisen? Ja. Na, also Schnellreise zum Turm. Achso. Nee. Die Tariel ist also nun aufgetaucht. Klatsch. Na dann? Guck mal, da ist schon eine ausgestoßene Faust. Damit hat sich die Frage erledigt. Ja. Möchte ihn noch schnell mitnehmen, bevor du da anklickst. Naja, aber die Mission ist doch hier. Es bringt doch nichts, wenn wir jetzt ins Nodenmeer gehen. Ja, aber man kann sie ja trotzdem schon mal aktivieren. Einführung neues Gebiet. Wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet. Über die Karte kannst du jederzeit nach Ur- und zurückkehren, indem du eine Schnellreise nach durchführst. Jedes Gebiet sitzt deine eigene Armee. Ah, eine komplett neue Armee. Das ist doch schön. Und weil wir noch Zeit haben, würde ich sagen, wir machen das einfach mal. Ja. Der Bote, mach dich bereit, Litaria hinter den Feindlichen hier ins Herzmodus zu geleiten. Machen wir doch mal. Eine Hauptquest nach der nächsten hier. Ja. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Diese Frisur braucht Zeit. Oh ja. Auf jeden Fall wirkt die Frau schon mal sehr sympathisch. Ja. Und als könnte sie ordentlich zuschlagen. Ja. Gerade deswegen ist sie ja sympathisch. Wir sind da. Wow. Hübscher als das Gebiet davor auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hübsch. Nicht gedacht, dass Mordor auch so hübsch sein kann. Ist wie im Dschungel? Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Und ihre Mutter. Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Golen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Gut, dass uns nicht sagt, wo das Lager ist, sondern wir wissen sofort, wo es ist und können es helfen. Vater, Sie sagen, du bist ein Verbrecher. Der weiße Baum, das Symbol Gondors, steht im dritten Leben der Haie. Neu gepflanzt mit Setzlingen. Das sind Wiedergeburten. Nun. Wiedergeburten. Ja, damit sind wir also im Nonenmeer angekommen. Dem zweiten Gebiet des Spiels, das heißt, wir haben jetzt wirklich die Hälfte des Spiels fertig. Ja. Und zwar komplett bis dahin. Ja. Die paar Sklavenaufträge, Stoßenaufträge,
Meine Güte. Die kommen schon noch. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Ah, eine geplünderte Karawane gesehen? Wir gucken auf der Karte mal nach. So, Grinuail und Alfirin. Sollen wir sammeln. Grinuail und Alfirin. Grinuail, ach, guck mal, eins von zwei haben wir schon mal. Gelbes Viereck und weißer Speer. Okay. Wir haben... Okay, den Schmiedeturm. Den. Aber erstmal die Quest zu Ende machen, würde ich sagen. Ja. Wo ist das denn? Kappen? Nur den Halbinsel? Ja. Ach du Scheiße. Das wird eine lustige Festung werden. Fluss, ja, wenn wir die Hauptquest zu Ende haben, geht erstmal das übliche Spielchen los. Ja. Gucken wir erobern. Aber ich meine, der Einturm liegt ja direkt vor uns, also den können wir schnell mitnehmen. Ja. Aber neue Pilzchen. Naugrimbars. So. Eine neue Armee. Ach stimmt, warte. Ja, Tatsache. Alles unbekannt. Alles komplett unbekannt. Redback ist auch nicht mehr hier. Die Frage ist jetzt Red. Oh, guck mal, da sind wir schon im Konflikt zwischen dem und dem anderen da. Interessant. Na Mensch, ihr da. Ey, ihr. Wir sind neu hier. Wir brauchen Infos. Ach, Psycho. Ja, das wollen sie nicht, sich nicht gefallen lassen, sich hier vom Neuen rumschubsen zu lassen. Ja. Hallo? Hallo? Ja. Ja, dann greif halt, dann greif in die Leere, das kannst du natürlich auch machen. Jetzt vielleicht. Oh, da ist er wieder. Hau doch einen erstmal tot. Ach, ich merke schon. Ey, die haben doch gar keinen Respekt vor uns, so. Hallo? Ah, ein Berserker ist das. Deshalb. So, jetzt. So, jetzt reicht's mal. Einmal rüberhüpfen und dann greifen. Ja, ja. So. Haben wir das. Natürlich gleich die ersten zwei Gegner, ein Berserker und einen Schildträger. So. Wer bist du denn? Ortok, der Hirnlose. Ist das dein... Ja. Stimmt aber, ich hatte auch ein Gehirn. Wütend, dass die Sklaven nicht härter arbeiten. Ich nicht dazu wählen, um uns Armee zu schwächen. Aber macht 6, also nicht unbedingt stärker. Platsch. So, und der Schmiedeturm ist gleich hier oben. Oh, jetzt habe ich nur eine kleine Ruine hier. Heps und Heps. Und Ka-Ching! Rups. Ach, guck mal. Eine Zitadelle aus alter Zeit. Geheimnisse, die nur meine Augen sehen. Na, ganz schön viel gleich in der Nähe. Woher kennt guck die Königin mal. Deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie können beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr schön hier. Ja. Ja, würde ich sagen, machen wir mal einen ganz miesen Cliffhanger. Quatsch. Ja, machen wir. Wir sind angekommen im Nurnenmeer und was wir hier so erleben, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Genau, wenn der Gerautum weitermacht. Ja. Und guck mal, da sind sie schon wieder. Ah ne, nur. Doch, Sklaven. Und dann bis dann. So viel Leben oder Gerautum. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. Und dann bis dann, euer Gauton. Und also Ramen. Ciao.